Ich kann auch da drüben, ich kann so Runden da machen. Oder auch nicht. Bitte? Oder auch nicht so geil. Nein, ich habe jetzt vergessen. Pickup senken. Senken, ja. Anschalten, passt. Whee! Wohin ungefähr? Bitte? Bis wohin? Mach mal eine Spur bis runter. Grad runter mal. Wobei, so kann ich auch noch ausfahren. Da fahre ich auch noch lang, komischerweise runter. Kurios, wie das Feld angeordnet ist. Also du kannst theoretisch fahren. Okay, da werde ich langsamer. Fahr mal die Runde bis dahin, wo es ein bisschen kahl ist schon. Runter. Also den Steinen entlang. Gut. Ich kann runter und kann dann noch ein bisschen in die Biege unten rein. Dann irgendwann nicht mehr, da wird es langsamer und langsamer, aber da geht auch ein schönes Stück, sag ich mal. Vielleicht gar nicht auch. Runterziehen. Wenn es hell ist, können wir dann schauen, wie viele Ballen da sind. Jo. Aber der Traktor, der wäre echt nice. Da sparen wir uns das Upgrade von dem einen. Genau, und haben generell schon einen stärkeren Traktor. Und das nicht mit viel mehr, sage ich jetzt mal, um 4000 mehr. Mhm.
Dann können wir Vollgas auf die Wickelmaschine gehen. Jetzt, da werde ich schon langsamer. Drei oder vier, drei Ballen liegen auf jeden Fall schon. Wie viel hast du gesagt, braucht man? Ich glaube fünf. Kommt halt auch auf den Preis an. Ich glaube, da hat sich nichts verändert. Krass, Alter. Oder? Schafft er das? Da stehe ich jetzt wieder. Ja, weil der, was ihr, der Hügel wird dann immer nicht so steil. Vom Fels weg wird er immer steil und dann geht er wieder ins Ebene ran. Das ist was. Da muss ich schauen, ob die Gradus-Variante nicht doch besser ist. Sorry. Brech mir dieses rechte Stück da jetzt einmal fertig auf dem Hügel da, weil. Mhm. Wenn wir da kreuzen können, dann können wir nicht mehr was. Zwei Ballen sehe ich einmal fix. Bitte? Zwei Ballen sehe ich einmal fix. Müssen drei oder vier sein. Was schon sagen, dass das dann doch noch mehr zurückhaut, als ich jetzt dann doch noch erwartet habe. Was ich sehe, was da jetzt schon wieder alles in Gras herumliegt. Ah ja, da liegt auch einer. Weil ich nicht gescheit nachkomme. Naja, zwei, ja, das ist schon mehr als ich dachte. Wie kaputt ist denn dein Traktor? Hälfte. Du meinst, wir werden reparieren auch. Aber mein Mann ist schon ein bisschen unter der Hälfte und ich fahre Nummer 7 jetzt. Kann also natürlich auch sein, dass es an dem liegt, dass er die Maschine nicht ziehen kann. Ja gut, aber wir können nicht ständig reparieren, immer wenn er gleich kaputt ist. Nein, nicht. Ich sag mal, unter der Hälfte ziehen kann dann. Und wir das zwar wahrscheinlich, wenn er ganz ist, leicht ziehen können, aber trotzdem noch so langsam.
Vor allem, ich war ja auch ineffizient eigentlich. Ja, es trifft alles. Aber ich dachte, okay, das geht halt langsam jetzt voran mit der Presse ohne Upgrade. Aber ich dachte halt nicht, dass es jetzt so langsam. Weil im Grunde genommen, wenn wir jetzt vier Ballen haben, haben wir einen Ladewagen voll gerade gemacht in der Zeit. Ein Ladewagen hatte 12.000, oder? Hast du gesagt? Aber bringen 13, glaube ich, aber bringen die Ballen nicht mehr? Ist ja trotzdem Gras, bringt nicht mehr. Ich dachte, gepresst in Ballen bringen sie mehr. Nein, das ist egal. Ob gepresst oder ungepresst, bringt immer das Gleiche. Okay. So einfach zum Transportieren dann. Mhm. Also quasi 10 Ballen quasi, was so durchschnittlich auf dem Anhänger sich hier raufgeben wird, sind dann schon 30.000, das sind schon 2,5 Ladewegen. Ja. Aber ich würde dann, sobald es wirklich hell ist, wirklich mal verkaufen. Alles, was da so herumliegt, dann schauen wir mal, ob es ausgeht. Ja. Aber da liegen 1, 2, 3, 4 sehe ich jetzt auf jeden Fall. 5 oder 6 werden wir dann haben. Dann auch gleich helfen verkaufen. Ich würde sie auch gleich helfen bald. Aber vielleicht kann ich jetzt noch einen Grasballen auszuwürgen. Dann kannst du vielleicht dann gleich hinfahren. Ja. Und ich bin jetzt erst bei 30%, aber trotzdem. Achso. Oder braucht es auch lang, bis helfen wird? Na gut, wir haben Oktober. November. Ah, November, Blödsinn. So, das fertig. Das ist, dass ich da nicht runterfahren kann, einfach. Ja, das wundert mich eigentlich auch, dass du da von, also von oben, wo der Wald beginnt, dann nicht runterfahren kannst Richtung. Das ist komisch, mal geht's, mal nicht. So. Bin ich jetzt einmal? Jetzt mal nach unten weitermachen. Ist ja noch nicht hell, das heißt, ich werde schauen, dass ich noch einen mache.
Das ist halt schon an vorletzter Stelle. Müssen wir, sobald es hell ist, dann verkaufen. Ja. Würde verschwindet aber nicht ganz gleich. Aber schon vorletzter. Dann ist er letzter, ja. Und dann ist er weg. Das ist ein Blödsinn. Was denn? Viel am Wickler kostet, aber das ist ein Blödsinn. Dann. Vergiss das. Dass sich nicht ausgeht. Jetzt bin ich unschlüssig, ob das Gras doch wächst. Na wirklich, jetzt ist wieder Stoppeln am Boden. Jetzt ist nicht wieder nur grün, jetzt sind wieder Stoppeln am Boden. Bei dir auch? Bin ich mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir mal ernten das komplette Feld ab. Dann schauen wir, was für einen Monat wir haben. Und notfall kann man dann einen Tag so mal simulieren. Um sicher zu gehen, dass nichts wächst. Aber ich sage mal, wenn wir, bis wir das ganze Feld haben und da nichts gewachsen ist, dann sowieso hoffnungslos. Das stimmt. Weil dann das ist ja noch ein paar Monate jetzt. Ich glaube aber, dass sich der Wickler dann auch ausgehen wird. Weil der kommt jetzt nächstes im Angebot. Führt 1:0. Keine geschaut. Dass der neuen Spieler wieder kauft, muss ich Angst haben. Vielleicht. Meine Angst habe ich, weil du hast ja den Schick. Mhm. Der hat heute wieder rasiert, habe ich gelesen. Ein Assist. Macht. Ist der 351 Punkte, oder? Hat er gemacht bei dir? Gut, aber es nutzt nichts, wenn die anderen nichts bringen. Warte, der Michael spielt gar nicht. Ja, meine Hoffnung sind immer die Lustenauer. Habe ich drei. So, jetzt wird es noch immer nicht höher erst. Ich denke dann um 8. Ich mache noch eine Runde fertig. Dann muss ich mal auf die Toilette. Mhm, und dann ist hell. Stimmt, dann gehe ich besser jetzt auf die Toilette. Dann hell. Na gut, komme gleich.